Rums. Da kommt der Seppi noch reingerumst. Huch, Zergi, du hast dir den Orden also geschnappt. Wie? Der nächste Ort mit seiner Arena dürfte dann wohl ewig genau sein. Hab ich recht? Ich war zwar schon auf Route 207, aber ohne Fahrrad kommt man da leider nicht weit. Immerhin konnte ich mein Pokémon ordentlich trainieren, denn die Gelegenheit zum Kämpfen gab es reichlich. Der Abstieg hat sich so also gelohnt. Jetzt gehe ich zurück nach Jubelstadt. Der Orden von Ewigenauung steht als nächstes auf meiner Liste. Noch 10 Sekunden bis Abdüse. 9, 8. Pa, wer hat schon Zeit für einen Countdown? Der hat echt keine Zeit. Keine Zeit für mich, dieser Serpi. Eine Kleinsteinwild erscheint. Los, Takiru. Ja, wir fliehen mal lieber. Auch wenn ich durchaus, ob das verlockend ist. Der Fels sieht aus, als ob er mit Hilfe einer Feuermeldung zerstört werden könnte. Zeitrümmer. Ein wildes Bilizer setzt. Ach, okay. Kommt dieses wildes Pokémon her. Okay. Hätten wir doch wenigstens. Hätte man nicht ein Teammitglied nehmen können. Das ist halt irgendwie trotzdem, wie es die TM nicht hat. Nach Rollo zum Beispiel. Wir schauen mal hier, was es hier gibt. Oha. Eine relativ große Höhle. Hier gibt es ein Item. Ein wildes Pizza. Ein wilder Vollmsklave. Ein Pizza ist der klassische Vollmsklave. Mit meinem Team gehalten. Um diese TMS zu geben. V1. TM70 Blitz. Oh, das ist gut, dass wir die gefunden haben. Das war ursprünglich meine VM. Aber okay. Das haben sie jetzt nicht in die Maschine dort reinpacken können. Dass du das auch noch einsetzen kannst. Flucht gescheitert. Ach du Scheiße. Und dreimal getroffen. Na komm, ja, hier ein bisschen Training. Und wenn es uns nicht fliehen lassen will. Ja, wir sollten mal ein Schutz-Item einsetzen in der Höhle. Ein bisschen nervig. Wenn wir dann noch nicht fliehen können. Müssen wir noch was in der Tasche haben. Da haben wir einmal irgendwo einen gefunden. Ein Schutz-Item. Schutz. Sehr schön. Ist das ein Trainer dort? Sieht hier fast so aus. Was macht den Trainer? Du bist ein Säckchen Sternstaub. Okay, hier kommen wir nicht längs. Mit dem Fahrrad kämen wir hier lang. Siehst du diese kleine Erhebung auf dem Boden? Mit die musst du volle Pulle mit dem Rad fahren. Ein irres Gefühl. Das soll aber später nochmal wieder kommen. Wenn wir ein Rad haben. Oder auch nicht. Werden wir wahrscheinlich vergessen. Dieses kleine Eckchen hier, die kleine Höhle hier vor Erzlingen. Ich denke nicht, dass wir dran denken.
Wenn wir dann ewig noch ein Fahrrad haben. Nee, ich glaube nicht. Könnte man da die Schräge noch runterfahren, nicht noch rein. Es ist zwischen der Aufnahme ist auch so viel Zeit. Es ist, ich werde mich tot hier da nicht ändern. Warum auch? Es ist nichts mega Wichtiges. Okay, wenn hier noch eine Abra erschiene, können wir mal gucken. Ansonsten. Abra wäre schon, also. Das war schon ein heftiges Psycho-Pokémon. Könnte man drüber nachdenken, wo ich bei Psycho-Pokémon eher was anderes im Kopf habe. Für das Team. Was später kommt. Ich weiß nicht, ob das geht, ob wir das fangen können, ob wir das kriegen werden. Müsste ich mal recherchieren. Das war eigentlich fast noch schwerer zu fangen. Zu Jubelstadt einmal ins Pokémon Center. Und dann gehen wir nach Norden. Und weiter Richtung. Sag schon. Richtung zweite Ohren, Richtung. Dingens. Da kommt noch eine andere Stadt davon, da kommt das Kraftwerk und so weiter. Ja, ist kein Spoiler mehr. Steht immer noch der Clown davor. Also hier würde ich gerne mal speichern. So spät ist es nicht wirklich. Ich habe die Switch mal umgestellt. Damit es Tag ist, ich will lieber am Tag hier das Spiel spielen. Ah, Zwergi, du kommst wie gerufen. Diese zwielichtigen Gestalten hier geben einen ziemlichen Unsinn von sich. Das ist unerträglich. Sei so gut und bring ihnen mal ein paar Manieren bei. Mensch, Herr Professor, warum machen Sie es uns denn nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Hören Sie, es ist ganz einfach. Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse und im Gegenzug sorgen wir dafür, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Klingt wie eine Schutzgelderpressung. Zeigi, komm, wir beide knöpfen uns diese Typen jetzt mal vor. Mich fragt auch keiner, oder? Rüpel von Team Galactic und Rüpel von Team Galactic fordern mich heraus. Rüpel von Team Galactic schickt Zubat in den Kampf. Rüpel von Team Galactic schickt Wombe in den Kampf. So, na dann. Vergeltung auf Wombe. Zubat ist nicht sehr effektiv. Ja, Stauner. Dann haben wir es doch staunen. Oha. Ja, die ersten Team Galactic Rüpel, den wir hier begegnen im Spiel. War nie ein großes Hindernis. Ein Klacks. So, nochmal Fußkick. Auf Zubat, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Oha, das ist ja wirklich nicht sehr effektiv. Aber das kriegt auch Tina erst mit Tackle hin, das ist ja wirklich echt nicht der Regel wert, in der Rede wert. Kriegst du hin, Zubat. Das ist nicht Zubat, kriegst du hin, Chainast.
Da brauchst du mich eigentlich kaum für. Sister. Nicht der Rede wert. Du siehst Rübel von Team Galaktik und Rübel von Team Galaktik. Wie kann es sein, dass wir gegen Kinder verlieren? Das ist doch absoluter Wahnsinn. So wird das nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Du gewinnst 1296 Pokémon und dann gesiegt aus dem Kampf gegen Rübel von Team Galaktik und Rübel von Team Galaktik hervor. Ihr lasst uns keine andere Wahl. Wir werden uns fürs Erste zurückziehen. So stellt Team Galaktik mal wieder unter Beweis, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt. Diese Rüpe, Team Galaktik, schimpfen sie sich also. Was sie gesagt haben, bereitet mir Kopfzerbrechen. Pokémon scheinen bei ihrer Entwicklung eine Art Energie freizusetzen. Soweit so wahr. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Kraft, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt. Team Galaktik scheint diese Energie jedoch zu irgendeinem Zweck nutzen zu wollen. Wie dem auch sei. Zeggy, das war ein beeindruckender Kampf. Du hast wahres Talent bewiesen. Wie du Seite an Seite mit deinen Pokémon gekämpft hast. Ein sagenhafter Anblick. Es war die definitiv richtige Entscheidung von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Zeggy, wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Seinen Studien zufolge stehen rund 90% aller Pokémon im Zusammenhang mit diesem Phänomen der Entwicklung. Ich frage mich, ob außergewöhnliche Pokémon auch zu besonderen Entwicklungen neigen. Jedenfalls ist das nur umso mehr ein Grund für uns fleißige Pokémon zu arbeiten und zu den Professor bei seiner Forschung zu unterstützen. Bis dann und ciao. Okay, wer bist denn du? Was war das denn gerade? Du bist ja krass drauf. Die Typen sehen echt gefährlich aus, aber gegen dich hatten sie nicht die geringste Chance. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Sorry, ich habe mich ja gar nicht vorgestellt. Ich bin Selena, ich kümmere mich um Herzhofen, Verhaltung der PCs. War das nicht ein anderer? Als Dank dafür, dass du diese Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du von so gut wie überall von den Pokémon-Boxen greifen kannst. Außerdem würde ich dir gerne diese Ballkapseln schenken. Du hast einige Ballkapseln und kannst die Funktion Kapseldeko verwenden. Mittels Kapseldeko kannst du Ballkapseln dekorieren, indem du sie mit Stickern beklebst. Bringst du die dekorierten Kapseln dann an den Pokébällen deinen Lieblings-Pokémon an, sind beim Wurf des Balles tolle Effekte zu sehen. Außerdem erhöhen sich deine Siegeschancen bei den Super-Wettbewerbs-Shows in Herzhofen, wenn du Sticker verwendest. An deiner Stelle würde ich dann fleißig Sticker sammeln. Denn in diesem Sinne, tschüssi. Okay, haben wir uns hier schon umgeschaut. Ah, hier können wir jetzt rein. Da haben wir uns noch nicht umgeguckt. Hier waren wir schon drin. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal reinschauen. Jetzt, wo wir es können. Da in der Ecke von sich regelmäßig Trainer ein, die Lust auf Pokémon-Kämpfe haben. Früher fanden dort Gesangswettbewerbe statt, doch heute dreht sich alles ums Kämpfen. Eher nicht. Willkommen bei der Pokémon-Lotterie. Ziehst du ihn los, dessen Nummer zumindest teilweise mit der ID eines Pokémon übereinstimmt, erhältst du einen tollen Preis. Ja, dafür ist das jetzt ist das sinnvoll, dass man Pokémon tauscht mit verschiedenen Trainern. Das ist da weltweit, dann hat man dann irgendwann am Ende der Lotterie gute Chancen. Da müsstest du den Fortschritt speichern und dann losziehen. Auf jeden Fall. Losnummer lautet 18493.
Dann wollen wir mal schauen, ob sie mit der ID eines Pokémon übereinstimmt. Es gibt leider keine Übereinstimmung, wie schade. Eine Niete. Bist du bereit für etwas Spaß? Ich auf alle Fälle. Also los, stürzen wir uns ins Vergnügen. Nein, danke. Wie ich sage, ich das am besten. Das macht jetzt schon etwas traurig. So dass die ganzen Trainer wieder kämpfen könnten. Ich werde bald Werbespots im Fernsehen ausstrahlen. Lassen uns noch einen Kunden ins Kaufhaus locken. Kämpfen können wir vielleicht später nochmal. Also habe ich jetzt momentan gerade keinen Bock drauf. Im zweiten Stock kannst du dir die Aufzeichnung dazu ansehen, wie Kämpfe Folge du gewonnen hast und wie viele Pokémon du gefangen hast. Lass dir dort übrigens auch Aufzeichnungen anderer Trainer ansehen. Sag mal, dekorierst du deine Ballkapseln ebenfalls mit Stickern? In der Galerie im ersten Stock kannst du Ballkapseln in Aktion sehen, die von überaus erfahrenen Erinnerten geworfen wurden. Wenn es nur der Einkampf ist, dann könnte man den fast wagen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Welches Accessoire passt wohl am besten zu meiner heutigen Kleidung? Und da bin ich wohl der Falsche. Eine Fernsehkamera. Der Star von morgen bist du. Dein Pokémon strahlt ja förmlich. Und deshalb habe ich hier ein Geschenk für dich. Drei Loder-Sticker B. Aha. Könnte passen für unser Starter. Da wollte ich noch nicht rein. Der Raum für Gruppenklassifizierung befindet sich bei der Treppe. Gleich daneben liegt der Raum für internationale Klassifizierung. Okay, Online-Gaming oder was? Aufzeichnungen von Rekorden sind klasse, denn man spürt förmlich alle die dramatischen Geschichten, die hinter der bloßen Zahlen verborgen liegen. Hey du da, na wie geht's dir? Ich bin der TV-Prozent. Hör mal zu, weiteren Planungen unseres Programms ist unsere Meinung den Zuschauern wie dir besonders wichtig. Na, wärst du so gut, wenn es sein muss. Danke, dass du die Zeit für diese Umfrage nimmst. Also kommen wir gleich zum Punkt. Was ist deine Lieblingsfernsehsendung? Persönlichkeitstest, Bookage Report 123 aus dem Ei. Alle glückliche Wi-Fi Connection. 123 aus dem Ei. Oh, dass ausgerechnet so ein Programm deinen Geschmack trifft, zeigt mir, dass du in der Branche den Durchblick hast. Eine solche Zuschauerin hat sich eine extra Portion Sticker verdient. Himmelsticker B. Hey du da, na wie geht's dir? Im TV-Prozent, hörst du mal so eine Planung? Von wie wärst du so gut? Eigentlich. Oh, dass du ausgerechnet einen Spruch zeigst, warum du Durchblick hast. Habe ich recht, beziehungsweise bestimmte Geschenke erhalten. Okay. Ich habe etwas ganz Tolles herausgefunden. Wenn man viele Pokémon tauscht, hat man eine größere Chance, für die Pokémon-Lotterie zu gewinnen. Wie gesagt. Aufzeichnungen von Rekorden sind klasse. Denn man spürt förmlich all die dramatischen Geschichten, die hinter einem großen Zahl. Und das hatten wir schon. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ich nehme gerade Freieinstellungen an diesem Ding vor. Hier findest du eine Rangliste der Mitglieder deiner Gruppe. Wenn ich den Rang der anderen sehe, spornt mich das noch mehr an. Denn ich kann nicht schlecht abschneiden, dann kann ich doch noch schlecht abschneiden. Okay, was? Das kann man noch nicht in Betrieb nehmen. Diese Ranglisten sind schon was Feines. Ich werde auch eine Gruppe gründen und gegen meine Freunde antreten. Und da muss der Mond sich wohl mal eine Switch kaufen. Tut mir leid, ich nehme gerade feine Erstellung daran vor. Das können wir noch nicht nutzen. Wie bitte, mein Name steht nicht in der Rangliste, das soll wohl ein Witz sein.
Andererseits habe ich auch noch nie an einer super Wettbewerbsshow teilgenommen. Achso, wir müssen erstmal an Wettbewerbsshows teilnehmen. Verstehe. Das haben wir natürlich noch nicht. Jemand hat meinen Rekord in dem Fangen von Pokémon gebrochen. Ich werde jetzt seinen Rekord brechen und meinen Platz zurückerobern. Ich bin wirklich sehr ungeschickt, wenn es um Pokémon-Kämpfe geht. Aber davon lasse ich mich trotzdem nicht entmutigen. Ich versuche stattdessen einfach den Weltrekord am Angeln aufzustellen. Na dann. Großes Gebäude ist das hier. Jeder kann mitmachen, so lautet das Motto unseres Fernsehsenders. Ein offener Kanal, also. Wer weiß, vielleicht bringt unser Fernsehsender deine Heldentat einmal auf die Mattscheibe dieser Welt. Mattscheiben. Ja. Immer Fahrstuhl fahren. Oh, ein Liftball. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns einen Besuch abzustatten. Welchen Stock möchtest du? Erdgeschoss. Es ist mir ein Vergnügen. Abwärts geht's. Da wären wir. Ein kleines Trinkgeld für den Liftboy. Na, wir könnten jetzt noch gegen den einen kämpfen. Ja, muss jetzt auch nicht so dringend. Okay. Gehen wir auf Betreten mit der Route 204 und ja, gehen weiter zum nächsten Orden, nachdem wir den ersten Orden bestanden haben. Erstmal gab es noch eine Sache mit dem Kraftwerk und so weiter. Erstmal hier auf Route 204. Du findest ein paar Heiler. Verstaust den Paraheiler in der Medizintasche. Das eckt hier noch ein bisschen an Jubelstadt an. Falls ich heute ein bisschen erkältet klingen sollte, also erkältet als sonst immer, liegt es daran, dass ich erkältet bin. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich ein bisschen mehr nasal klinge als üblich. Ich hoffe, das lässt sich halbwegs aushalten. Und hier haben wir schon unseren ersten Pokémon-Kampf aus der Route 204. Du siehst nicht gerade stark aus. Willst du es mal gegen mich versuchen? Du Sabrina. Sabrina fordert dich heraus und das Bedienst ein. Ja gut, vielleicht ziehe mich mit, ich sehe nicht stark aus. Das ist ja gut. Ich habe hier gerade den ersten Arenaleiter besiegt. Und was mit dir? Oh, ich war nach dem Rocket Rüpel besiegen. Nicht den Pokémon Center, wie es ausschaut. Ach, ist ja auch egal. Dem Rocket Rüpel. Ja. Die waren jetzt nicht so anstrengend, dass das nötig wäre. Ein paar neue Levels fürs Team. Und da ist er besiegt. Ich hätte nicht zuvor laut sehen sollen. Da sagst du was. Du gewinnst 392 Pokémon, oder ich krieg aus dem Kampf gegen Göre Sabrina hervor. Aber wie hieß er? Egal. Unwichtig. Surfer können wir, glaube ich, noch nicht. Nein, natürlich noch nicht. Nach dem ersten Orden. Wie denn auch. Ich werde mit den Pokémon gewinnen, die mein Papa mir gegeben hat. Ah ja. Oder auch nicht. Knups Knut. Knut? Wer kennt den noch, den süßen kleinen Eisbär, den es dort, das war ein kleiner Eisbär, den es damals, ach, das war, das ist doch schon, na auch schon,
anderthalb Jahrzehnte her. Das ist bestimmt, das ist meine Fresse. Cabo, das ist ganz schön. Ja, Classic. Erfahrungspunkte erhalten. Ich glaube, es Knut. Das ist ein sehr schöner Name. Das ist Starlini ein. Nein, ich möchte weiter kämpfen. Der Takiro kann ein bisschen trainieren hier. Obwohl Training kann man das ja wohl kaum nennen. Wegfetzen. Wetz, das ging noch Team weg. Kaum der Rede wert. Knucksknut besiegt. Aber das sind doch die Pokémon, die mir mein Papa mitgegeben hat. Du gewinnst 380 Pokémon oder gehst die kriege ich aus dem Kampf gegen Knucksknut hervor. Regen kenne ich heute auch nicht mehr. Besonders heute nicht mehr. Bisschen das so Gras streifen und Hoffnung vielleicht das ein oder andere Pokémon zu finden. Ja, Pflanzen-Pokémon brauchen wir auch noch. Knospi weiß ich nicht, dachte er an ein anderes Pokémon. Ja, ich würde erstmal, ich tendiere eher zur Flucht. Pflanzen-Pokémon ja auf jeden Fall. Vielleicht die Weiterentwicklung von Knospi, aber Knospi selbst, naja, nee. Würde ich gerne mal auslassen. Und die nächste Trainerin. Entschuldige, aber dürfte ich dich um einen Kampf bitten? Ich erwarte gar nicht auf eine Antwort. Was soll's? Gyritina mit Knospi. Ja. Die Antwort würde wahrscheinlich länger dauern als der Kampf, den wir führen. Also auf geht's. Naja gut, ein bisschen dauert es jetzt schon. Mit der Attacken nicht sehr effektiv sind, aber... Ja gut. Nicht der Rede wert. Nichts, was sonderlich der Rede wert wäre. Fußtritt. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Oh, ein Volltreffer. Durch den EP-Teller gut auf relativ Flächenlevel gelevelt. Uff, du bist stark. Du nimmst 392 Pokémon oder gehst die Kräfte zum Kampf gegen die Trainerin. Hervor, deren Namen ich schon vergessen habe. Und wichtig. Oha! Nanu! Ikarikus entwickelt sich. Eine weitere Entwicklung im Team. Oha! Nur was für Highlights hier. Glückwunsch, denn Ikarikus hat sich zu einem Staravia entwickelt. Für Staravia wurde ein Eintrag im Pokédex abgelegt. Auf der Suche nach Käferpokémon fliegt es in großen Schwärmen über die Wiesen und Felder. Aha. Ich glaube, ich sollte langsam mal ins Pokémon Center. Nicht, dass das irgendwie, dass wir da irgendwie sterben würden, aber ja, so weit kommt es nicht. So anspruchsvoll ist das hohe Gras und Trainer noch nicht, aber. Prävention ist bis als Nachsorge. Vorsorge bis als Nachsorge. Ihr wisst Bescheid.
So. Vier Plätze haben wir noch im Team voll. Zwei hätten wir noch frei. Und ich habe auch schon so grobe Ideen, mit wem wir so das Team bestücken können. Und wer da so Platz in dem Team nehmen kann. Ein Psycho-Pokémon hätte ich noch gern drin. Und ein Pflanzen-Pokémon hätte ich noch gern drin. Wasser-Pokémon wäre auch nicht schlecht, müssen wir mal gucken. Momentan haben wir aber ja schon Takiru, dann Kirikus, ein Kampf-Pokémon, ein Flug-Pokémon, ein Elektro-Pokémon und ein Feuer-Pokémon. Ja, und ich werde ich werde auch keinen davon missen wollen. Keinen aus dem Team werfen wollen. Weil auch Takiru, das Machomai wird, als Macholo wird später zum starken Machomai. Verwüsteter Pfad. Wir werden hier gewüstet. In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Mit der FVM-Attacken des Pokécatch kannst du die Felsen eventuell zertrümmern.